Aber wie erobert man sich eigentlich gegenseitig? Ich meine, wie kommt man zu dem Mann bzw. zu der Frau des Lebens? Greifen wir zuerst ein Standesamt heraus, zum Beispiel Berlin-Treptow, weil es nämlich so klar beschriftet ist, dass auch Paare aus dem siebenten Himmel es sofort finden. Frau Lackersee, Sie sind die Leiterin des Standesamtes. Wir haben eine Bitte. Wir möchten gern drei Paare kennenlernen, die bei Ihnen am Sonnabend heiraten. Am Sonnabend heiraten bei uns insgesamt 14 Paare. Und welche sind das, Frau Lackersee? Nehmen wir den Bauingenieur und eine Zahntechnikerin. Ja. Oder nehmen wir den nächsten, ein Dreher und eine Friseuse. Mhm. Ein Messingenieur und eine Fernmeldetechnikerin. Bitte, darf ich vielleicht gleich einmal unterbrechen? Vielleicht können wir so entscheiden, dass wir nach der Reihenfolge der Eintragungen gehen, Frau Lackersee. Bitte. Nehmen Sie gleich die ersten drei Paare. Ja. Strauß-Lau, Hermoneit-Broschei, Würbach-Eisler. Und das ist das erste Paar. Heinz-Jürgen Strauß, Schlosser, 1,90 groß, und Ingrid Lau, Textillaborantin. Das ist nicht etwa ein Blick in das Warenlager der H.O. Treptow, sondern das ist für den Polterabend, Herr Strauß, ja? Ja, 49 Gäste sind circa, werden hier erscheinen. Aha, und hoffentlich kommt noch einer mehr, damit es wenigstens eine runde Zahl wird, ja? Herr Strauß, Ihre Verlobte, so muss man ja jetzt noch sagen, ist Textillaborantin, ja? Ja, sie arbeitet jetzt zurzeit als Textillaborantin. Als ich sie kennenlernte, war sie noch Schneiderin. Und sie hat sich dann im Abendstudium qualifiziert zum Meister, was sie jetzt gut zu ihrer jetzigen Tätigkeit braucht. Mhm. Herr Strauß, was haben Sie nun getan, um Ihre künftige Frau zu erobern? Tja, wir lernten uns kennen im Schwarzen Meer, in Mamaya, eigentlich schon auf dem Flughafen Schönefeld. Man sah sich so um und ich habe gleich ein Auge quasi auf sie geworfen. Ja, und am Strand haben Sie sich dann näher kennengelernt, ja? Ja, wir lernten uns dort etwas kennen, aber wir gingen dann wieder auseinander. Kurioserweise eigentlich. Alle Berliner Teilnehmer, Reiseteilnehmer trafen sich dann nochmal zum Austausch der Bilder 2 Monate nach der Reise hier in Berlin. Und da lud ich sie dann ein zu einem Brigadeabend. Ja, aber wie haben Sie nun Ihre Frau wirklich für sich gewonnen? Tja. Ich würde sagen, da fragen Sie doch am besten selbst. Von Ingrid, wir möchten Sie lieber etwas ganz anderes fragen. Ihr Heinz-Jürgen ist Schlosser bei VEB Kühlautomat. Er besucht die Abendschule, um Ingenieur zu werden. Ist dieses Studium nicht eine Beschwernis für eine junge Ehe? Ich glaube nicht, dass es eine Beschwernis oder eine Belastung ist. Ich finde, man hat Verständnis dafür. Das heißt, ich bin selbst zur Schule gegangen, zum Meisterstudium, und da haben wir uns schon gegenseitig geholfen, und nun geht es eben so weiter. Wie lange haben Sie sich eigentlich gekannt, bevor Sie sich zur Heirat entschlossen haben, Frau Ingrid? Wir haben uns fast 5 Jahre, kennen wir uns schon. Haben Sie also Zeit genug gehabt, eigentlich sich ernsthaft zu prüfen, ob Sie auch zueinander passen, ja? Na, ich denke doch. Bernd Hermoneit und Brigitte Broschei sind das zweite Paar. Bernd ist Fernmeldemechaniker, Brigitte ist Fotolaborantin. Fräulein Brigitte Broschei, so dürfen wir doch noch sagen, ja? Ja, 2 Tage noch. 2 Tage noch. Fräulein Brigitte, Sie arbeiten hier in den fototechnischen Werkstätten. Kannten Sie eigentlich Ihren zukünftigen Ehemann schon, als er bei der Volksmarine war? Ja, wir haben uns vorher in Berlin kennengelernt. Vorher schon. Darf ich fragen, wie das war? Er hat mich angesprochen, hat mich ins Theater eingeladen. So einfach angesprochen? Ja. Das gefiel Ihnen? Ja. Ja. Wo hat er Sie denn angesprochen? In der S-Bahn. Das war natürlich ein schöner Zug von ihm, ja. Bernd Hermoneit, Sie waren 3 Jahre lang bei der Armee und gehen jetzt zur Humboldt-Universität, um Diplom-Mineraloge zu werden. Das wird nicht einfach. Jeder muss eine Perspektive haben und wir haben uns eben diese Perspektive gewählt und wir glauben auch wirklich, dass sie richtig ist. Ja. Und den ersten Anfang haben wir nur schon. Wir haben uns eine AWG-Wohnung eingerichtet. Und das ist die Einzimmerwohnung von Bernd und Brigitte mit Küche, Bad, dem schönen Wohnzimmer. Hier schläft einer und
Nein, hier schlafen beide. Brigitte, wir wissen, dass Sie Ihren Bernd sehr gern haben. Durch den Armeedienst waren Sie 3 Jahre voneinander getrennt. Hatten Sie Befürchtungen, dass er Ihnen untreu werden könnte? Da war ich eigentlich ziemlich sicher. Wodurch eigentlich? Ich weiß nicht, wie man es so erklären soll. Jedenfalls war ich sicher gewesen. Bernd, Ihre Brigitte ist ja ein sehr hübsches Mädchen. Hatten Sie Befürchtungen, dass sie Ihnen während Ihrer Armeezeit untreu werden könnte? Oh, nö, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein. Sind Sie so sicher? Na klar, ne, und Vertrauen muss man ja haben, nicht? Und ich finde es schrecklich, wenn man schon vor der Ehe kein Vertrauen hat, wie soll es während der Ehe werden? Wünschen Sie sich eigentlich Kinder? Ja, so 1 bis 2. Ja. Und wann? Naja, vorläufig noch nicht, erstmal nach dem Studium. Gestatten Sie uns noch eine andere Frage. Haben Sie eigentlich vor der Verlobung nach dem Sparkonto des anderen gefragt? Nein, überhaupt nicht. Wir haben jeder für uns extra gespart, nicht? Und das sollte nachher, also während der Hochzeit, dann eine Überraschung für den anderen werden, was man so zusammengebracht hat. Nein. Wir haben beide eben extra gespart, nicht? Hm. Haben es erst nach der Hochzeit eben überprüft, so, was wir hatten. Nach dem Sparkonto? Nein. Nein, also Geld spielt überhaupt keine Rolle. Unser letztes Paar. Veronika Eisler, Studentin, und Fritz Würbach, Lehrer in Quedlinburg. Aha, Bratkartoffeln mit Rührei. Ist das Ihr Lieblingsgericht, Frau Veronika? Ja. Ja. Sie sind nun also unsere dritte Braut. Darf ich das vielleicht so lange für Sie machen? Aber hier? Bitte? Haben Sie schon Salz dran? Ja. Ja. Wissen Sie, Bratkartoffeln kann ich nämlich auch machen. Naja. Ja. Bei mir hapert es allerdings noch mit dem Kochen und. Ja. Aber ich hoffe doch, mein Fritz wird mir helfen. Sind Sie da zuversichtlich? Ja, wir helfen uns im Allgemeinen immer. Auch in der Studiengruppe beispielsweise. Aha, was studieren Sie denn? Darf ich da noch fragen? Ich studiere Elektrotechnik und zwar Nachrichtentechnik an der Ingenieurschule Lichtenberg. Wollen Sie Ingenieur werden, ja? Ja, ich möchte gerne Ingenieur werden. Mhm. Nun, wie haben Sie aber eigentlich beide zusammengefunden? Wie hat Ihr Fritz Sie erobert? Nun, er hat mir sehr gut gefallen und vor allen Dingen, er ist sehr ruhig und wir verstehen uns auch gut. Mhm. Und außerdem schreibt er sehr nette Briefe. Liebesbriefe? Ja. Entschuldigen Sie, sind doch hier die Briefträgerin. Jawohl. Ja? Kennen Sie Veronika Eisler? Ja, natürlich. Hat die im Laufe des letzten Jahres viel Briefe bekommen? Mhm, sehr viel. Aus Quedlinburg? Verrate ich nicht. Was Geheimnis. Haben Sie schwer zu tragen gehabt, jedenfalls. Ja. Sie sind die Oma von Veronika und bei Ihnen werden die beiden wohnen. Ja. Warum glauben Sie, haben die beiden zusammengefunden? Veronika ist ein liebes, gutes Mädel und auch der Fritz. Mhm. Fritz ist Mathematiklehrer. Aha, und glauben Sie, dass das der Grund ist, dass die beiden so gut zusammenpassen? Auch junge Leute, die müssen heute tüchtig lernen, nicht? Ja. Und das tun sie ja auch. Fritz macht noch sein Diplom, studiert noch weiter. Ja. Zurzeit treffen wir Sie hier noch in Quedlinburg, Herr Fritz Würbach. Sie sind dabei, Ihren Wohnsitz nach Berlin zu verlegen. Wie haben Sie eigentlich Ihre Veronika kennengelernt? Im Urlaub. Mhm. Und eigentlich begann es damit, dass mir bei Tisch ein Kotelett auf die neuen Hosen fiel. Das ist aber sehr originell. Herr Würbach, es ist doch nun so, dass Ihre Veronika noch studiert. Das heißt, Sie werden, wenn Sie nach Hause kommen, nicht immer einen gedeckten Tisch vorfinden. Zumal Veronika sogar zu ihrer Kochkunst eine selbstkritische Bemerkung gemacht hat. Na, ich meine, es kommt nicht nur auf die Kochkunst an. Und man sollte doch stets gemeinsam versuchen, sich weiterzubilden und weiterzukommen. Mhm. Ich habe Veronika noch darin bestärkt, das Studium fortzuführen. Mhm. Denn sie soll das gleiche Recht haben, wie Sie. Natürlich, wir haben alle das gleiche Recht in unserem Staat und wir wollen es nach Möglichkeit auch wahrnehmen. Ja, aber mit dem Kochen, da helfen Sie dann manchmal ein bisschen? Nun, ich werde es versuchen. Ja. Haben Sie ein Lieblingsgericht, Herr Würbach? Ja, Fischfilet esse ich ganz gern. Das ist Ihr Lieblingsgericht? Ja. Nun, und wir wollen diese Frage auch jetzt noch einmal an Brigitte und Bernd stellen. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht? Meins? Ja, Ihrs? Ja, Rumpsteak. Frau Brigitte, was ist eigentlich sein Lieblingsgericht? Kurbelan. Veronika, Sie wissen, dass in Lessings Minna von Barnhelm die Franziska dem Wachtmeister den Heiratsantrag macht. Sie fragt ihn einfach, Herr Wachtmeister, braucht er keine Frau Wachtmeisterin? Dürfen wir mal fragen, wie es bei Ihnen war? Von wem ging der Gedanke zur Heirat aus? Der Gedanke ging von Fritz aus. Also der Gedanke ging von Fritz aus, aber Sie hatten diesen Wunsch auch? Na, ein bisschen schon, aber ich wollte erst noch warten,
wollte erst mein Studium beenden. Und im Sinne der Gleichberechtigung, die ja bei uns selbstverständlich ist, wäre es ja auch möglich, dass Sie die Aktivere hätten sein können, Veronika, nicht wahr? Ja, schon, aber ich war damals noch recht unerfahren und ich habe mir das einfach nicht getraut. Gestatten Sie uns bitte noch eine ganz andere Frage. Veronika, würden Sie sich ein Kind wünschen? Ja, sehr. Ich liebe Kinder und eins ist zu wenig, zumindest zwei. Und wann? Wenn das Studium beendet ist. In der westdeutschen Frauenzeitschrift Konstanze stand vor einiger Zeit ein langer Artikel, kann Liebe Standesunterschiede überwinden, wo diese Frage verneint wird. Es geht also darum, kann eine Beamtentochter einen Schlosser heiraten oder einen Verkäufer, Herr Würbach, Sie selbst waren auch einmal Verkäufer. Wie denken Sie darüber? Ja, also ich finde, dass Standesunterschiede in dem Sinne bei uns gar nicht mehr existieren. Ich finde, diese Frage passt gar nicht mehr zu uns und zu unserem Staat. Es tut mir leid, ich kann Ihnen darauf nicht antworten, denn mit diesen Dingen beschäftigen wir uns hier überhaupt nicht. Also ist das kein Problem für uns? Nein, überhaupt nicht. Für mich gibt es das Problem nicht, dass es bei uns sowas gar nicht gibt. Die Zeit der Trennung ist zu Ende. Mit der Fahrt zum Standesamt beginnt der Weg ins gemeinsame Leben. Dieser Weg wird nicht immer so glatt sein wie eine Asphaltstraße. Aber immer wird jemand da sein, der hilft. Die Quelle dieses Miteinander ist die Gewissheit jedes Einzelnen über seine persönliche Perspektive, ist die Erfahrung, dass unser Weg den Lebensinteressen aller Bürger unseres Staates entspricht. Wir haben unseren Beitrag mit einem Kuss begonnen, wir möchten auch gern genauso schließen. Nun, küsst euch doch mal. Na los.